Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog von mir aus dem REF. Ja, ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich habe auf jeden Fall ein paar Updates zu berichten. Und zwar bin ich jetzt in der Verwaltungsstation und ich mache die nicht in Frankfurt, sondern ich bin in Berlin beim Auswärtigen Amt, also beim deutschen Außenministerium. Und ja, ich muss sagen, dass ich mich unfassbar auf die nächsten 4 Monate freue. Es ist jetzt auf jeden Fall die Station, auf die ich mich bisher mit Abstand am meisten gefreut habe. Und ich bin auch einfach super hyped, jetzt mal in einer anderen Stadt zu sein. Also ich liebe Frankfurt und freue mich auch mega, dahin wieder zurückzukehren. Aber ich war da jetzt auch einfach ganz schön lange und es ist jetzt einfach mal mega cool, in einer neuen Stadt zu sein und ein paar neue Eindrücke zu sammeln. Ich werde in dem Video auf jeden Fall auch nochmal berichten, was ich mir so für die nächsten Monate überlegt habe und auch was sonst noch so im Sommer passiert ist. Aber ich glaube, ich nehme euch jetzt einfach zuallererst mal mit auf meinen ersten Tag im Auswärtigen Amt. Freunde, ich bin jetzt auf dem Weg, habe noch ungefähr 5 Minuten zu laufen. Ich glaube, das Auswärtige Amt geht jetzt da vorne schon los. Ist ein relativ großer Gebäudekomplex. Und ja, ich bin auf jeden Fall schon ziemlich aufgeregt. Ich bin sehr gespannt, was mich da jetzt gleich erwartet, wie das Referat, in dem ich gelandet bin, wie die alle so sind und so, wie man sich versteht. Aber ja, ich habe auch mega Bock. Ich hoffe, ich kann gleich nochmal kurz eine Freundin treffen, die da jetzt glücklicherweise auch anfängt. Und ja, dann schauen wir uns mal an, wie heute der erste Tag wird. Ja, mein erster Tag beim Auswärtigen Amt war auf jeden Fall super aufregend. Ist natürlich klar, ist wie so ein erster Tag am neuen Job, wo man natürlich irgendwie vorher aufgeregt ist. Aber ich wurde total herzlich empfangen und habe mich eigentlich direkt auch ziemlich wohl gefühlt. Ich habe dann so meinen kleinen Mitarbeiterausweis da bekommen und auch einen Schlüssel zu meinem Büro, was sehr, sehr nice ist. Und ja, damit ihr das vielleicht inhaltlich so ein bisschen einordnen könnt, also das Auswärtige Amt ist in unterschiedliche Abteilungen gegliedert und ich bin in der Abteilung Krisen- und Konfliktprävention und dann innerhalb dieser Abteilung in einem der Referate für humanitäre Hilfe. Das heißt, das könnt ihr euch sicherlich vorstellen, da geht gerade ganz schön die Post ab und das habe ich auch wirklich direkt an meinem ersten Tag gemerkt, dass da richtig Zug in dem Laden ist und ich war auch echt erstaunt, wie viel und teilweise auch lange da gearbeitet wird. Also wird, glaube ich, inhaltlich super spannend und ich muss auch sagen, von den Leuten her war es auch richtig cool. Die waren alle extrem nett. Ich wurde direkt mit zum Mittagessen genommen. Es gibt da im Auswärtigen Amt so eine ganz nice Kantine, die nicht ganz mit der Mensa der Goethe-Uni mithalten kann, aber auch sehr solide ist. Und ja, vor allem gibt es auch noch eine ganz coole Dachterrasse, wo man danach noch einen Kaffee trinken kann, ein bisschen frische Luft schnappen kann und ja, auch einfach die schöne Aussicht über Berlin genießen kann. Und ja, insgesamt bin ich sehr, sehr happy. Hat mir alles total gut gefallen. Auch irgendwie so das Gebäude ist irgendwie sehr schön. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall mega jetzt auf die Zeit und werde dann natürlich auch nochmal ein bisschen genauer berichten, was da so passiert. Ja, und bevor ich hier nach Berlin gekommen bin, habe ich noch einen kleinen Betriebsausflug gemacht. Also nein, keinen Betriebsausflug, aber ich war zusammen mit Philipp aus meiner Lerngruppe in Vilnius bei einer Sommeruni und wir haben uns da mit einem kleinen Workshop beteiligt und wir haben das jetzt schon zum 3. Mal gemacht, weil uns das eigentlich jedes Mal super viel Spaß macht. Aber immer in den letzten Wochen davor denken wir uns wirklich jedes Mal, warum haben wir das zugesagt? Weil es ist echt ganz schön viel Arbeit, so einen Workshop vorzubereiten. Vor allem, weil wir jetzt auch gerade nicht irgendwie promovieren und in irgendeinem Thema super tief drin sind, sondern das ist für uns eigentlich auch immer alles ziemlich neu und wir müssen uns dann da auch erstmal komplett reinfuchsen und es dauert natürlich seine Zeit, weil wir das natürlich auch irgendwie dann gut machen wollen. Ja, und es war auf jeden Fall ultra stressig davor. Wir kamen dann da, beide, wir sind dann da, er kam irgendwie aus Amsterdam und ich kam aus Frankfurt und dann haben wir uns nachts im Hotel in Vilnius getroffen und dann am nächsten Morgen ging es dann direkt mit den Veranstaltungen los und wir haben dann noch in der Mittagspause unseren Workshop fertig gemacht und gerade gezogen und dann ging es los und es ist zum Glück alles super gut gelaufen. Es hat ultra Bock gemacht. Ich glaube, die Leute haben es auch alles ganz gut angenommen. Ja, und es ist eigentlich wirklich jedes Mal das Gleiche. Vorher denkt man sich immer, oh Gott, warum hat man es zugesagt und
warum macht man sich noch so extra Arbeit, obwohl man ja sowieso schon genug auch irgendwie zu lernen und zu arbeiten hat. Aber im Nachhinein war ich ultra froh, als ich dann im Flugzeug saß und es zurückging, habe ich mich mega gefreut, weil es war einfach wieder eine super schöne Zeit. Vilnius ist total schön, es waren super coole Leute da. Und ich finde es auch einfach wirklich inhaltlich immer mega interessant. Man kann Spaß am Jurastudium haben, aber ich verstehe auch, wenn Leute nicht absolut Feuer und Flamme irgendwie fürs Baurecht oder fürs Sachenrecht sind. Aber wenn man auf so einer Sommeruni ist und über ein hochaktuelles Thema spricht, bei uns war es jetzt künstliche Intelligenz zum Beispiel, was jetzt gar nicht so mein krasses Thema ist, aber auf jeden Fall halt mal so total spannend. Und ich finde, wenn man mal über solche Themen spricht und da mal richtig reintaucht mit den Leuten, das macht halt einfach echt wahnsinnig viel Spaß und das entfacht nochmal eine ganz andere Motivation, dann auch in den Fächern, in den vermeintlich nicht so spannenden Fächern, die man irgendwie im Studium macht, trotzdem Gas zu geben, weil man weiß, okay, da kommt irgendwie was und es gibt da Bereiche, die super cool sind. Deswegen finde ich, ist das wirklich auch, gerade wenn man irgendwie jetzt, weiß ich nicht, irgendwie vor der Examensvorbereitung steht und nochmal ein bisschen was erleben will und nochmal was Cooles machen will, finde ich, ist das eine super gute Sache und kann ich wirklich jedem nur extrem ans Herz legen, sich einfach mal bei so einer Sommeruni anzumelden. Das ist wirklich, ihr werdet coole Leute kennenlernen und unfassbar nette 10 Tage da haben. Deswegen, ja, ganz, ganz klare Empfehlung an dieser Stelle und auch ich für mich bin super happy, dass ich da jetzt dieses Jahr wieder dabei war. Alright, aber jetzt geht's hier in Berlin weiter, beziehungsweise eigentlich wohne ich gar nicht in Berlin, sondern ich wohne in Potsdam, weil da gerade ein sehr guter Freund von mir eine Wohnung hat und aber selber gar nicht da ist. Deswegen konnte ich die hier einfach relativ unproblematisch übernehmen und habe mir das ganze Wohnungshickhack gespart. Und ich muss sagen, dass ich es eigentlich übertrieben nice finde. Also die Wohnung ist halt super schön gelegen, in so einem richtig schönen Stadtteil von Potsdam. Und hat halt auf der einen Seite von diesem Stadtteil ist halt so ein unfassbar krasser Park. Also wer schon mal in Potsdam war, kennt ihn sicher. Das ist der Schlosspark Sanssouci. Wirklich wunderschön und gerade für mich auch einfach mega nice, weil ich ja so super gerne einfach mal kurz spazieren gehe, wenn ich mal kurz ein bisschen Me-Time brauche oder mit Leuten telefonieren will. Ich mache das auch wirklich oft, ich gehe da auch super oft joggen. Deswegen ist es überragend, dass ich das Ding direkt vor der Tür habe, freut mich mega. Und auf der anderen Seite ist halt die Havel, ne? Potsdam ist ja eigentlich komplett von einem Fluss umgeben, der war eigentlich eher so wie so ein See ist. Auch mega nice, also kann ich 5 Minuten mit dem Fahrrad hinfahren und dann da reinhopsen. Ist jetzt auch total cool hier im Sommer und die Anbindung nach Berlin ist an sich gar nicht so schlecht, wie man denkt. Also ich fahre eine halbe Stunde mit der Regio und dann muss ich noch so 5 Minuten mit dem Fahrrad fahren und dann bin ich beim Auswärtigen Amt. Aber wenn man abends unterwegs ist, ist es schon manchmal ziemlich nervig, aber gut, man kann nicht alles haben. Ja, auf jeden Fall, was habe ich mir jetzt hier vorgenommen für die Zeit? Ich will ganz klar den Fokus so ein bisschen auf die Arbeit beim Auswärtigen Amt legen. Ich will da Gas geben, weil mich das wirklich interessiert und ich das super spannend finde. Und dann habe ich jetzt so 1 oder 1,5 Studientage die Woche ungefähr im Schnitt. Da versuche ich so ein bisschen das Programm für die Verwaltungsstation, also den Lernstoff für die Verwaltungsstation durchzuarbeiten einmal, aber ich will jetzt gar nicht so ultra viel reinhacken, sondern für mich ist es jetzt so, ich will mit dem Stoff einfach durchkommen zum Ende der Station, aber halt hier vor allem auch einfach eine gute Zeit haben im Auswärtigen Amt. Ich will aber auch hier Leute kennenlernen und ein bisschen unterwegs sein und was machen. Und das ist mir jetzt wichtig, weil der erste Teil vom REF war auf jeden Fall anstrengend. Da haben wir ordentlich Gas gegeben, auch mit der Lerngruppe und viel gemacht und viel gelernt und das war auch gut so. Aber ich glaube, dass jetzt eigentlich ein perfekter Zeitpunkt ist, um nochmal ein bisschen einen Gang zurückzuschalten, den Sommer nochmal ein bisschen zu genießen. Und dann, das ist nämlich auch ganz klar, werde ich zurück nach Frankfurt kommen, dann ist November und dann werde ich absolut Vollgas geben und komplett in die finale Examensvorbereitung eintauchen für etwas mehr als ein halbes Jahr. Und ich glaube, dass es ein ganz cooler Ausgleich ist, dass man nicht die ganzen 2 Jahre komplett durchhackt mit dem Lernen, sondern dass man auch zwischendrin nochmal vielleicht ein bisschen das Leben nicht vergisst, weil das ist mir auch wichtig im REF. Natürlich ist wichtig, dass am Ende eine gute Note bei rauskommt, aber ich will auch einfach eine spannende und gute Zeit haben und ich glaube, dass jetzt Berlin dafür einfach eine sehr schöne Gelegenheit ist. Und deshalb werde ich das so machen. Ich habe 1, 2 Studientage die Woche und werde da ein bisschen was machen. Ich versuche ein bisschen bei YouTube dran zu bleiben und ja, ich bin super gespannt. Ich werde euch versuchen mitzunehmen, auch wenn ich gestehen muss, dass das jetzt echt in den ersten Wochen super schwierig war, Zeit zu finden, aber ich werde auf jeden Fall versuchen, euch so viel wie es irgendwie geht mitzunehmen und euch hier ein paar coole Einblicke von Berlin und dem Auswärtigen Amt zu geben. In diesem Sinne, ihr Lieben, macht's gut, lasst es euch gut gehen und wir sehen uns im nächsten Video.